Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum Rundschau-Magazin. Das sind unsere Themen am Tag 1 nach der Landtagswahl in Bayern. Regierungsbildung. CSU drückt aufs Tempo. Wahlnachbeben. Große Koalition in Schockstarre. Die Aussichten nach Frühnebel. Viel Sonne. Gestern Abend, 18 Uhr, begann in Bayern eine neue Zeitrechnung. Die CSU verliert entzaubert ihre absolute Mehrheit und landet hart auf einem historisch schlechten Wahlergebnis. Und was macht die CSU heute aus dem Signal der Landtagswahl? In der Partei brodelt es und das angeschlagene Spitzenpersonal Seehofer und Söder flüchtet sich ins politische Alltagsgeschäft. Keine Schuldzuweisungen, keine Diskussion um Personen. Geschlossen wie lange nicht kam die Parteiführung heute zur Vorstandssitzung in die CSU-Landesleitung in München. Ich führe auch heute keine Personaldiskussion mehr. Es ist wichtig, dass wir für Stabilität sorgen heute im Parteivorstand. Und von meiner Seite geht es um Bayern. Danke. Man müsse jetzt schnell für eine stabile Regierung sorgen, Koalitionsverhandlungen aufnehmen, war die Devise. Dennoch dauerte die Sitzung fast 6 statt wie geplant 4 Stunden. Streit und heftige Diskussionen scheinen trotzdem ausgeblieben zu sein. Parteichef Seehofer dankte Regierungschef Söder für seinen Einsatz, empfahl ihn wieder als Ministerpräsidenten und alle stimmten zu. Ilse Aigner soll die Nachfolgerin von Barbara Stamm als Landtagspräsidentin werden, Thomas Kreuzer wieder Fraktionsvorsitzender. Eine eingehende Analyse, warum es zu den Verlusten von gut 10 Prozentpunkten kam, werde es noch Ende des Jahres geben, versicherte Horst Seehofer nach der Sitzung. Für den Ehrenvorsitzenden Theo Weigel war schon heute klar, wo es hakt. Wir sind in den katholischen und evangelischen Akademien nicht mehr präsent. Wir führen die Diskussion dort nicht mehr, auch im vorpolitischen Bereich, auch im Bereich von Umwelt- und Naturschutz haben wir die Kompetenz, die wir einmal hatten, zum Teil verloren. Die Erkenntnis von Markus Söder nach der Sitzung? Wir müssen genau schauen, was sich gesellschaftlich in Bayern verändert hat. Wir müssen klarer machen, dass alle, die in Bayern wohnen und leben, zu uns gehören. Und jeder Neubürger genauso engagierter Bayer ist und bei uns willkommen ist. Doch jetzt gehe es eben erst einmal um eine stabile Koalitionsregierung. Sondierungen sollen schon übermorgen beginnen. Aus Passau zugeschaltet ist der Politikwissenschaftler Michael Weigel. Herr Weigel, kam es heute in der CSU nur deshalb nicht zum großen Knall aufgrund der Hessenwahl in 2 Wochen? Na, sicherlich hat die Hessenwahl mit dazu beigetragen, dass man sich jetzt dann doch so ruhig verhalten hat im Moment. Sicherlich nicht nur, weil es ist eigentlich immer das Anliegen der Parteispitze, diesen Prozess der Erneuerung, wenn es denn dann überhaupt einer wird, sozusagen unter Kontrolle zu behalten. Und das ist ein beliebtes Mittel, dass man sagt, nein, dann verschieben wir das erstmal, machen wir das in 4 Wochen. Das ist nicht zum ersten Mal, dass wir das hören. Meistens passiert dann nichts mehr. Aber insofern trägt die Hessenwahl dazu bei, aber eben auch tatsächlich die Konstellation an sich. Auch wenn CSU-Chef Seehofer keine schnelle Revolte fürchten muss. Dauerhaft gerettet ist er damit aber nicht. Nein, das sicherlich nicht, aber man muss eben schon sehen, dass man, wenn man diesen Prozess erstmal angeht, er hat gemeint, dann nach der Wahl, sozusagen nach der Wahl des Ministerpräsidenten bzw. nach der Bestellung des neuen Kabinettes, dann ist schon sehr viel Zeit ins Land gegangen und sehr viel Unruhe und sehr viel Unmut ist vorbei und man hat erstmal eine Regierung und will eigentlich nichts mehr gefährden. Also insofern, er ist sicherlich nicht gesetzt für die Zukunft. Die Luft bleibt dünn für ihn. Aber es ist schon eine Strategie, um natürlich auch einen Rücktritt zu verhindern. Herr Weigel, die Gesellschaft verändert sich strukturell. Hat die CSU darauf zu wenige adäquate Antworten gefunden? Ja, es scheint so. Also tatsächlich hat sich die CSU, glaube ich, zu lange sozusagen auf ihren Kernkompetenzen sozusagen ausgeruht, die da heißen Wirtschaft, die da heißen innere Sicherheit. Aber das sind eben nicht mehr die Themen, die wirklich alle in dem gleichen Maße bewegen, sondern es geht eben ganz viel auch um das, was wir postmaterialistische Werte nennen, also um Bildung, um Umwelt, auch um einfach um ein neues Lebensgefühl, um ein neues Lebensbild sozusagen, ein Weltbild, ein neues. Da hat die CSU tatsächlich scheinbar zu wenig Antworten. Herr Weigel, wir setzen unser Gespräch gleich fort. Ja, bevorzugter Koalitionspartner für die CSU sind die Freien Wähler. Bereits am Mittwoch sollen die Sondierungsgespräche zwischen den beiden bürgerlichen Parteien beginnen. Die CSU wird auf Freie Wähler treffen, die mit stolzer Brust schon heute 3 bis 5 Ministerien für sich beanspruchen.
Rückenwind für Hubert Aiwanger. Nach dem guten Abschneiden seiner Partei ist er davon überzeugt, dass die Freien Wähler zukünftig gemeinsam mit der CSU auf der Regierungsbank sitzen werden. Aiwanger geht von einer schnellen Regierungsbildung aus. Schon für Mittwoch seien die ersten Sondierungsgespräche geplant, sagt der Parteichef in München. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel zu diskutieren. Die Dinge sind relativ klar. Die stabile bürgerliche Mehrheit ist rechnerisch gegeben. Es ist eigentlich auch die Zusage der CSU, da in der Richtung mit uns verhandeln zu wollen. Selbstbewusst wollen die Freien Wähler in die Gespräche mit der CSU gehen, sich auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Wenn ich jetzt auf die kommunale Ebene bei uns schaue, da ist es gang und gäbe, dass man mit anderen also zusammenarbeitet, in Gemeinderäten, Stadträten, Kreistagen. Und von so her denke ich, dass wir da schon sehr viel Kompetenzen auch mitbringen und uns da dann nicht über den Tisch ziehen lassen. Drei große oder fünf kleine Ministerien müssten für die Freien Wähler schon drin sein, findet Hubert Aiwanger. Darüber hinaus hat er auch inhaltliche Forderungen. Von der kostenfreien Kita bis hin, dass das schnelle Internet funktioniert und dass wir genügend Ärzte am Land haben. Wir sind aber keine Freunde von Großprojekten, die nicht unbedingt nötig sind. Also dritte Startbahn ist uns zu teuer, wollen wir auch nicht. Wir wollen auch Söders Weltraumprogramm bei Verien Wann hier auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Hubert Aiwanger ist fast am Ziel. Dass auch die Grünen gerne mit der CSU koalieren würden, stört ihn überhaupt nicht. Tja, auch die Grünen stünden parat und würden zu gerne mitgestalten. Ihr Höhenflug löst bei ihnen schwarz-grüne Regierungsträume aus. Sie haben Antworten gegeben auf die Vielfalt der gesellschaftlichen Veränderungen. Was nutzt uns jetzt aber unser historischer Wahlsieg, fragen sich auch zwei grüne Neulinge, die sich gegen die CSU durchgesetzt haben. Der Münchner Stadtteil Giesing zeigt gut, wie sich die Stadtgesellschaft verändert. Auf diesem Platz wurden einst Autos verkauft. Nun ist es eine Freifläche mit Gemeinschaftsgarten. Hier treffen wir Gülseren Demirel. Völlig unerwartet gewann sie gestern im Stimmbezirk Giesing eines der 6 grünen Direktmandate. Ein sehr schönes Gefühl, aber ich merke noch, dass ich noch ganz viel Endorphine in meinem Körper trage, weil sonst wäre es auch gar nicht möglich, dass ich mit 3 Stunden Schlaf noch so viel Gedanken noch zusammenbringe. Und das Erste war natürlich, dass ab 8 Uhr schon die Presseanrufe angefangen haben und ich gerade noch in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken konnte. Während Demirel ihr Direktmandat mit rund 7% vor ihrem CSU-Mitbewerber gewann, ging es in Würzburg bei Patrick Friedl deutlich knapper zur Sache. 0,7% war sein Vorsprung. Das Direktmandat für ihn eine besondere Verantwortung. Aber was mir wichtig ist, dazu zu sagen, ich hoffe, dass die Schablonen, die Barrieren im Parlament kleiner werden, dass wir mehr miteinander zusammenarbeiten, dass wir uns intensiv austauschen und dass wir am besten um die besten Lösungen und Ideen ringen. Denn das ist echter Parlamentarismus und der hoffe ich, dass stärker Einzug hält. Trotz Traumergebnis mit einer Regierungsbeteiligung rechnen beide nicht mehr. Wir können, wenn wir nicht in die Regierungsverantwortung kommen, können wir immer noch als stärkste Oppositionskraft für unsere Themen kämpfen und als Sprachrohr unsere Wählerinnen und Wähler agieren. Und da bin ich nicht pessimistisch. Ob das reicht, werden die nächsten 5 Jahre zeigen. Noch einmal Fragen an den Politologen Michael Weigel. Herr Weigel, die programmatische Schnittmenge ist zwischen der CSU und den Freien Wählern am größten. Was könnte eine Koalition zwischen CSU und Freien Wählern Bayern bringen? Ja, das liegt wahrscheinlich vor allem daran, was man denn erwartet. Möchte man Stabilität haben, dann ist wahrscheinlich tatsächlich eine solche Koalition die beste Variante. Die Schnittmengen sind eben sehr groß. Auch die Grundphilosophien sind sehr ähnlich. Das Bürgerliche, auch der Blick auf das Land, dass das nicht abgehängt wird. Da gibt es, man hat es ja auch gerade im Beitrag gehört, viele Schnittmengen. Da wird man auch Lösungen finden. Wenn man natürlich dann aber darauf schaut und sagt, wir wollen eigentlich mehr Innovation, dann würden wir wahrscheinlich bedauern, dass es keine Koalition zwischen Schwarz und Grün gibt. Ja, genau. Der Erfolg der Grünen ist ja vor allem an ihrer Durchschlagskraft in den Großstädten festzumachen. Trotz inhaltlicher Differenzen, was könnte eine schwarz-grüne Koalition Bayern bringen? Wäre sie tatsächlich so instabil, wie Söder sagt? Ja, das ist ungewiss, ob sie wirklich instabil wäre. Sie wäre sicherlich erstmal sehr viel schwieriger überhaupt zu realisieren. Und sie würde, wenn Sie so wollen, auch die CSU bis zu einem gewissen Grad zerreißen, weil die CSU müsste sich wirklich neu erfinden. Und dann würde sich eben die Frage stellen, wie geht denn die Partei, die CSU, damit um?
Und insofern ist es tatsächlich eine gewisse Unsicherheit, ob das dann wirklich stabil wäre oder ob die Partei nicht eigentlich wirklich dann wieder versuchen würde, rauszukommen aus diesem sicherlich nicht geliebten Bündnis. Das sagt der Politologe Michael Weigel. Dankeschön nach Passau. Das politische Erdbeben in Bayern sendet auch Schockwellen bis nach Berlin. Es wirft Fragen auf, wie es weitergeht mit der Großen Koalition nach dem Wahldebakel für CSU und SPD. Zumal nach der Bayernwahl vor der Hessenwahl ist. Schlimmer geht's nicht für die Genossen. Zum Schönreden fehlte in der SPD heute die Kraft. Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen am Tag nach der Wahl in Berlin. Die obligatorischen Blumen gibt es hinter der Bühne. Die Mienen sind versteinert. Jetzt stehe die Aufarbeitung in Bayern an und die Aufarbeitung in der Großen Koalition. Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt. Wie lange kann die SPD das Regieren mit der Union für sich noch verantworten? Parteichefin Nahles will darüber nicht vor den Hessenwahlen sprechen, aber die Frage steht wieder im Raum und wird von manchem so beantwortet. Dass das nicht heißen kann, man bleibt da auf jeden Preis, um jeden Preis dran. Das ist, glaube ich, schon eine klare Analyse dessen, was man feststellen muss. Analyse bei der CDU am Vormittag. Die Streitigkeiten in Berlin hätten sich im Wahlergebnis niedergeschlagen. Es sei ein Schuss vor den Bug. Die CDU-Vorsitzende kommentiert die Bayernwahl normalerweise nicht, da regiert die Schwester CSU. Am Nachmittag weicht sie davon vor Wirtschaftsvertretern ab, gelobt bessere Kommunikation. Und deshalb ist meine Lehre aus dem gestrigen Tag, dass ich auch als Bundeskanzlerin dieser Großen Koalition stärker dafür Sorge tragen muss, dass dieses Vertrauen da ist und damit auch die Resultate unserer Arbeit sichtbar werden. Und das werde ich auch mit allem Nachdruck tun. Die Grünen fühlen sich indes gestärkt auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis. Wir haben die Aufgabe, ins Zentrum der Demokratie zu rücken und nicht mehr nur Projektpartei zu sein. Alle Parteien blickten heute voraus auf die Wahl in Hessen in 2 Wochen. Auch bei der CDU hofft man, hier wieder Boden gut machen zu können. Stefan Mayer in Berlin. Kanzlerin Merkel hat heute, wie gesehen, bereits Besserung gelobt. Ist ihre Selbstkritik Zeichen von Schwäche, die sich gestern verstärkt hat, hat sie das Signal von Bayern verstanden. Ja, das war schon bemerkenswert heute. Aber man muss natürlich auch kein Hochmathematiker sein, um zu bilanzieren, dass eben die großen Volksparteien Vertrauen in der Bevölkerung verloren haben. Genau das hat Angela Merkel heute gesagt und auch eingeräumt, dass die Große Koalition da einen Teil dazu beigetragen hat. Und sie hat eben gesagt, wie wir gerade gehört haben, dass sie auch mithelfen will und selbst dazu beitragen, dass es besser wird. So gesehen Selbstkritik ja, aber auf jeden Fall ein erster Schritt auch zur Besserung. Sollte die Landtagswahl in Hessen auch noch für CDU und SPD schiefgehen, wie eng wird es dann für Merkel und die Große Koalition? Ja, also das sagen alle hier, dass diese Wahl ganz wichtig wird für alle beiden Parteien, also Union und SPD. Und es ist völlig klar, dass man jetzt natürlich auf dieses Datum schaut und dass man bis dahin aber auch versucht, obwohl Druck im Kessel ist, da den Deckel möglichst drauf zu halten. Das haben wir heute überall gespürt und auch in München war das heute ganz klar. Also das heißt mit anderen Worten, das wird nochmal ein wichtiger Prüfstein für beide Parteien und beide hoffen, dass es für sie gut ausgeht. Stefan Mayer, Dankeschön nach Berlin. Ja, mit ihrem desaströsen Wahlergebnis verliert die CSU mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm eine ihrer beliebtesten Politikerinnen und eine wichtige sozialpolitische Stimme. Nach über 40 Jahren wird sie nicht mehr dem neuen Bayerischen Landtag angehören, da sie keinen eigenen Stimmkreis hatte. Sie wird damit zum Symbol der Zäsur in Bayern. Seit gestern Abend steht fest, Barbara Stamm wird nach 42 Jahren nicht mehr in den Landtag einziehen. Hochrechnungen zeigen die großen Verluste für die CSU. Bis zuletzt hat die Würzburgerin Wahlkampf für ihre Partei gemacht. Sie hat gemahnt, doch es hat nichts genützt. Sie wirkt etwas bitter. Einen Satz kann ich sagen, was ich in den zurückliegenden Monaten in vielen Sitzungen gesagt habe, dass wir als Volkspartei rechts gar nicht so viel holen können, was wir in der Mitte verlieren. Und genau das ist eingetreten. Vor 5 Monaten hatte die 73-Jährige sich entschieden, noch einmal zu kandidieren. Ihr Wiedereinzug in den Landtag über einen Listenplatz bei der angeschlagenen Partei war zu diesem Zeitpunkt schon fraglich. In der letzten Plenarsitzung im September lag bereits ein Hauch von Abschied in der Luft.
Nach knapp 50 Jahren Parteiengagement und 10 Jahren als Landtagspräsidentin blickt sie gestern Abend in ihrem Büro mit Wehmut nach vorn. Ja, was muss er das? Es nützt gar nichts. Man muss vorbereitet sein. Und da muss man selber einfach für sich viel tun. Mit Barbara Stamm verlieren die CSU-Fraktion und der Landtag eine Mahnerin für soziale Gerechtigkeit. Die allerletzte Landung eines außergewöhnlichen Flugzeugs zeigen wir Ihnen heute noch. Zuvor unsere Meldungen im Überblick. Geiselnahme in Köln. Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Hauptbahnhof eine Geiselnahme beendet. Der Täter wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann hatte eine Frau in einer Apotheke festgehalten und gedroht, sie anzuzünden. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Beamte fanden mehrere Gaskartuschen am Tatort. Der Bahnhof wurde evakuiert. Razzia bei Opel. Wegen Betrugsverdachts hat die Polizei Standorte in Rüsselsheim und Kaiserslautern durchsucht. Demnach soll auch Opel bei Dieselabgasen manipuliert haben. Das Kraftfahrtbundesamt will rund 100.000 Fahrzeuge zurückrufen. Betroffen sind verschiedene Modelle von Insignia, Safira und Cascada. Überschwemmungen in Frankreich. Im Südwesten des Landes sind mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Nach heftigen Regenfällen stieg der Pegel des Flusses Aude so hoch wie seit 130 Jahren nicht mehr. Einige Bewohner wurden per Hubschrauber aus den Häusern gerettet. Die Wassermassen brachten eine Brücke nördlich der Stadt Carcassonne zum Einsturz. Staudamm soll stabiler werden. Mit einem sogenannten Schlitzwandgreifer wird am Forgensee seit heute eine Betonwand eingebracht. Sie ist 300 Meter lang und bis zu 70 Meter hoch. Die Arbeiten bei Roßhaupten laufen rund um die Uhr und sollen im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein. Der Staudamm soll damit noch die nächsten Jahrzehnte halten. Als Engel der Lüfte wird eine Militärmaschine selten tituliert. Die Transall schon. Mit ihren humanitären Einsätzen in vielen Krisenregionen dieser Welt ist sie zur Legende geworden. Seit heute ist die Transall reif fürs Museum. Sie landete elegant im Deutschen Museum in Oberschleißheim in der dortigen Flugwerft. Zum Abschied winkt sie noch einmal mit den Flügeln. Nach 47 Jahren im Dienst der Luftwaffe. Ab sofort ist die Transall 5064 die größte Maschine, die in der Flugwerft Schleißheim zu sehen ist. Eine Außenstelle des Deutschen Museums. Interessant ist das Militärflugzeug aber nicht nur wegen seiner Größe, sondern vor allem wegen der fast schon legendären Geschichte. Die Flugzeuge galten als Engel der Lüfte. Seit den 70er Jahren haben Transall-Maschinen immer wieder Hilfsgüter in Krisenregionen geflogen. Nach Äthiopien oder Bosnien zum Beispiel. Das ist das Motto des Deutschen Museums, Technik in der Gesellschaft zu thematisieren. Und das kann man anhand der Transall wirklich sehr, sehr, sehr gut machen. Die Transall 5064 ist zwar noch voll flugfähig, aber die Wartung ist einfach zu teuer. Und deshalb steht die Maschine jetzt vor dem alten Tower der Flugwerft Schleißheim. Noch draußen. Aber bald könnte ein neuer Hangar gebaut werden. Und dann kommt die Transall wirklich rein ins Museum. Sommer im Oktober und vorerst ist kein Ende in Sicht. Blitzblauer Himmel, Wärme und Sonne von früh bis spät. Das ist alles schon außergewöhnlich. Der nächtliche Himmel über Bayern ist vielerorts wolkenfrei und es gibt kaum Nebel. Morgen ziehen auch tagsüber kaum Wolken über den Freistaat. Stattdessen gibt es viel Sonnenschein. In Franken ist der Himmel heute Nacht meist sternenklar. Die Luft kühlt sich auf 7 bis 4 Grad ab. Tagsüber gibt es viel Sonnenschein mit Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad. Auch in Ostbayern wird die Nacht klar. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Am Tag setzt sich das wolkenarme Wetter fort und es wird sehr sonnig bei maximal 20 bis 21 Grad. Im Süden ist die Nacht meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 9 Grad. Am frühen Vormittag kann es zur Donau hin neblig sein, sonst scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen 20 bis 22 Grad. Der goldene Oktober in Bayern geht noch weiter. In den kommenden Tagen bleibt es freundlich mit längerem Sonnenschein. Es ist nach wie vor ungewöhnlich mild mit Höchstwerten von 19 bis 22 Grad.
Seine Eltern vermitteln ihm, dass er alles kann, was er wirklich will. Dieser Glaubenssatz wird für Ludwig auf eine harte Probe gestellt, als er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Seine Lebenslinie zu sehen jetzt. Schönen Abend und bis morgen.